Hier wird das Treffen einberufen. Dieses falschrumme eh immer. Natürlich. Gierig. Was jetzt? Auf der Karte sind weitere Aufträge verfügbar. Triff dich mit Donovan und Arcano weiterhin.
Triff dich mit Donovan, um Makano weiterhin die Hölle heiß zu machen. Oder erledige zusätzlich interne Aufträge und Transporte für deine Unterboss und ihre Leutnants. Interne Aufträge und Transporte verschaffen dir zusätzliche Einnahmen, verbessern die neue Täter und unterdrücke in der Karten an sich P um eine. Bla 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 bla. So. Kann ich das jetzt machen? Und hier. Ah, alle Geschäfte im maximalen Verdienst. Okay. Das mach. Nee, gar nicht. Das mache ich zuerst. Rede mit Vito. Vielleicht gibt es da ein Plus. Oder was sagt die Karte? Haben wir da neue Aufträge? Nee, wir haben nur die. Vielleicht muss ich aber auch alle Aufträge machen, weil die sich sonst nachher gegen mich stellen oder so. Scheiße. Vito braucht einen Gefallen. Aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das dann ob das aufs Konto geht. Wahrscheinlich nicht, ne? Gefallen, das hat ja erstmal nichts mit dem Geschäft zu tun. Vielleicht übernehme ich dann doch erst noch einen Bezirk. Wenn ich diese olle Cassandra endlich freigeschaltet habe. Consiglieri, meine ich. Ach, Mann. Ich meine, der hat ja 50 von 50, so. Trifft dich mit Donovan, das mache ich. Ein weiterer Bezirk für Vito. Aus dem Weg. Das ist wie dieses lustige Glas mit den zwei Haken. Ah, oh, Scheiße. Ups. Den Reifen zerschossen. Der Arsch hat mir den Reifen zerschossen. Ach, wie ärgerlich. Oh, Kacke. Ah, jetzt läuft's besser. Da vorne auch einen Reifen habe ich noch. Das wäre eine schöne Rutschpartie in der Kurve. Fuck! Ich muss hier raus. Ah, oh, was schießen die denn direkt? Ah! Nein! Kann ich hier nicht. Er bleibt stehen!
nicht der Heini sprinten kann. Das ist ein Ärger. Hat er eh schon gesucht. Kann ja auch ein Auto klauen. Der Ding, da kann man nicht durch. Blutet er direkt, wenn man mit 10 km/h gegen so ein Ding fährt. Weg. Kann man nicht durch. Ach, was für ein blöder Hinterhof. Dann halt hier raus. Scheiß Regen. Ich will lieber den. Der sieht wenigstens etwas schnittiger aus. Ach du meine Güte, auch das noch. Jetzt kann ich eigentlich. Eingefallen. Das will ich nicht. Eingefallen, was heißt denn das? Tschüss, ihr Loser! Wieder auf so eine Bank setzen. Das lasse ich lieber. Save the Pope. Baubetrieb. Tony D'Arazzo. Tony D'Arazzo läuft die Innenstadt wie ein gut geölter Motor. Er gehört zu der Sorte Leutnants, die selbst angesichts eines hitzigen Kapos für Onkel Lou Macano die Ruhe wahren können. Onkel Lou verlässt sich darauf, dass Tony sich um alle finanziellen Aspekte seiner Operation kümmert. Wenn du Tony aus dem Weg räumst, entlarvst das Louis Schwächen. Wahnsinn.
Lenny Davis. Er kann uns helfen. Ganz normaler Grashügel und dieses Auto rutscht hier rum. Jetzt würde es auf Eis fahren. Ja. Jetzt weiß ich es aber auch. Vielleicht erpresse ich den auch einfach. Zerstöre den Kran. Frage. Rede mit Howard Coley. Na, fahren wir erstmal da vorbei. Wieder ein paar Vollstrecker töten. Fuck. Kostenlosen Dienst der Telefon von dem Überfallkommando und der Polizei ist immer auf. Wenn ihr Gefallen von einem Unterboss neben ihnen Geschäft überlässt. Toll. Toll. Also man muss das auf jeden Fall vorher einsetzen, gut zu wissen. Was ist das hier für eine? Oh, eine Granate. Den soll ich auch zerstören. So, gibt's hier einen Tank? Das bringt nichts. Oh, das bringt wohl was. Okay. Nächste hier.
Er ist doch geholfen mit dem Telefon zerstören. Kam ja keiner mehr an. Aber die hatten keinen Bock mehr. Sehen. Ey, Scheiße, laufen. Lass mir das. Befragen. Wieder ein bisschen komplizierter. Ist das böse? Nein, den kann man zerstören. Befragen, befragen, befragen. Okay, vielleicht schaffe ich das. Mist, 1, 2, 3. Das alles kann ich zerstören. Okay, was ist das da? Das. Oh. Wo ist der Typ, den ich befragen soll? Der brennt. Cooler Spruch. Okay. Ich räume das Versteck aus. Das klingt nach einem Raubüberfall. Was natürlich sehr schön wäre. Oh, hier. So, stoppen. Es klappt also. Nicht zu sehen. Ja. Räum das Versteck aus. Risiko sehr gering. Ah, schnell weg. Ups. Ja, wo ist die? Ach. Consigliera. Komm mal her, komm mal her.
Und das Staunen spart. So, weiter geht's hier. Bring den Zünder an. Risiko hoch, Schaden hoch. Das klingt super. Huch. Bin ich wohl auf die falsche Taste gekommen. Boah, richtig krasse Goodyear-Reifen. Was sind das? Bridgestone. Steht da Bridgestone drauf? Speedstone. Jetzt wird erstmal wieder durch die halbe Stadt gehetzt. Ach nee. Ach nee. Ach du Scheiße, ja, komm, steig doch aus. Das Auto ist hinüber. Ach, du bist gleich auch hinüber. Hey, wie? Der kann halt nur 10 Meter sprinten. Die Karre ist es nicht wert, dass ich dafür in den Knast fahre. Wuhu, geschafft. Was haben wir denn hier? Wo kommen die denn jetzt her? So. Können wir weiter. Playboy-Dings lassen wir da. No need. Der Berkeley.